Hi zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und da ganz hinten, da rasten gerade einige Kraniche. Vielleicht habt ihr es in den letzten Tagen auch gemerkt, da sind viele, viele tausend Kraniche über Deutschland gezogen. Und das will ich einfach mal als Anlass nehmen, um über den Kranich ein Video zu machen. Unverkennbar ist natürlich diese V-Formation, in der unter anderem auch die Kraniche fliegen. Dazu der Ruf. Und manchmal ist vielleicht dem einen oder anderen auch aufgefallen, ist ein hohes Fiepen mit dabei. Das spiele ich jetzt hier mal ein. Das sind die Jungvögel der Kraniche. Also da kann man sehr, sehr gut zwischen Altvogel und Jungvogel unterscheiden. Natürlich ist der Jungvogel auch ein bisschen fahler gefärbt. Aber im Flug, gerade bei diesigem Wetter wie heute von unten, wirken die ja alle relativ einheitlich grau. Von daher ist da der Ruf ganz, ganz entscheidend, um den Jungvogel vom Altvogel zu unterscheiden. Die Kraniche, die jetzt über Deutschland ziehen, das sind nicht nur die Kraniche aus Skandinavien. Mittlerweile haben wir hier in Deutschland auch wirklich viele, viele Brutpaare an Kranichen. Sogar in Hessen hatten wir jetzt ein paar, in Österreich gab es ein paar. Also diese einst ausgestorbene Vogelart kehrt wieder zurück. Sie vermehrt sich, das merkt man ganz stark im Osten Deutschlands, aber sie rückt jetzt eben auch immer weiter in die Mitte zurück. Im Nordosten Deutschlands haben wir auch traditionelle Rastgebiete auf dem Weg in den Süden, Südwesten, den die Kraniche einnehmen, zum Beispiel am Bodden oben. Und da kann es durchaus passieren, dass wir mal weit über 100.000 rastende Kraniche antreffen können. Und das ist einfach beeindruckend zu beobachten. Aber wenn zum Beispiel frisch Getreide eingesät wurde, dann kann der Kranich auch zu einem Ernteschädling werden, in Anführungszeichen. Deswegen gibt es Ablenkfütterung. Zum Beispiel am Kranorama. Schaut mal beim Kranichschutz Deutschland vorbei. Dort gibt es eine Ablenkfütterung und das ist wirklich ein Spektakel. Das macht Spaß, da mal zu sein und einfach die Kraniche zu beobachten, wie sie einfliegen, wie sie abfliegen und wie sie interagieren natürlich. Für die Nacht suchen die Kraniche einen neuen Ort. Also tagsüber sind sie gerne auf den Äckern zu finden. Nachts brauchen sie einen sicheren Ort, wo der Fuchs nicht hinkommt. Und das sind eben knietiefe, mit Wasser gefüllte Feuchtwiesen oder eben auch flache Seen. Gerade diese Randbereiche und der Bodden ist natürlich auch prädestiniert dafür. Und das ist auch wieder ein ziemliches Spektakel, denn da finden wir dann teilweise zehntausende Kraniche, die da zusammenfinden. Und es ist immer einer wach. Also auch um Mitternacht, nach Mitternacht kehrt da keine Ruhe ein. Die sind immer auf der Hut, also die sind da sehr, sehr wachsam. Die Aufnahmen hier, die sind wirklich aus sicherer Distanz gemacht worden. So, dass die Tiere nicht gestört worden sind, weil wenn die Tiere gestört werden, dann fliegen sie ab. Und das ist überhaupt nicht gut, das ist ein riesiger Energieverbrauch für die Tiere. Das müssen wir als Fotograf tunlichst vermeiden, natürlich auch als Naturbeobachter oder Spaziergänger, Gassigeher. Wir sollten große Distanz bewahren zu den Tieren. Die haben eine lange Reise vor sich und die brauchen jegliche Energie, die sie nur bekommen können. Sie haben eine Flügelspannweite von 2,5 Metern und können bis zu 7 Kilo schwer werden. Und schätzt mal, wie alt so ein Kranich werden kann? Ich verrate es euch, das sind bis zu 20 Jahre in der freien Natur. Und wenn man nur die Körpergröße von 120 cm betrachtet, dann ist der Kranich der größte Vogel Deutschlands. Da muss man halt immer gucken. Das Gewicht spielt natürlich noch eine Rolle, die Spannweite, die Flügelspannweite spielt eine Rolle. Aber er spielt auf jeden Fall ganz oben mit in dieser Liga. Die V-Formation im Flug dient im Übrigen der Energieersparnis. Die Vögel fliegen immer im Windschatten des Vogels vor ihm. Und der Kranich an der Spitze, der wechselt sich dann oft mit anderen erfahrenen Altvögeln ab. In Europa gibt es 3 Zugwege, den mitteleuropäischen, den baltisch-ungarischen und den osteuropäischen Zugweg. Kraniche aus Deutschland fliegen über Frankreich bis in die Extremadura in Spanien, um dort zu überwintern. Der ein oder andere kennt sogar den Lac du Der. Das ist mittlerweile so ein größeres Rastgebiet. Nochmal, da sammeln sich auch gerne mal hunderttausende Kraniche in Frankreich. Hier in der Wetterau ist mittlerweile auch so ein ganz kleines Zwischenrastgebiet entstanden, wo ab und zu mal einige tausend Kraniche rasten.
Die Zugwege sind dynamisch, das verändert sich auch. Also es ist nicht immer alles so starr, wie man sich das vorstellt, wie es in der Literatur steht. Ausnahmen bestätigen einfach die Regel beim Kranich und auch die Wettereinbrüche haben einen massiven Einfluss auf das Zugverhalten. Jetzt wurde es kalt, es gab den ersten Bodenfrost und das haben die Kraniche gewusst, die haben das gespürt. Deswegen sind sie massenhaft schon weitergezogen. Und wenn es jetzt Schlechtwetter geben sollte in anderen Bereichen, im südlichen Bereich, dann kann auch durchaus wieder eine Nordostbewegung stattfinden in die zurückliegenden Rastgebiete. Also die Tiere sind einfach anpassungsfähig und die haben ein Gespür dafür, wann es losgehen muss. Und das ist durchaus beeindruckend. Einzelne Tiere bleiben auch in Deutschland, aber das sind Ausnahmen, noch Ausnahmeerscheinungen. Wir kennen das gleiche Spiel ja auch von den Störchen. Die sind eigentlich auch alle bis nach Spanien geflogen, in die Extremadura, teilweise auch noch weiter, bis auf den afrikanischen Kontinent. Das passiert nicht mehr. In Südhessen haben wir mittlerweile hunderte Weißstörche, die hier überwintern. In der Wetterau haben wir Weißstörche, die überwintern. Also auch da merkt man eine Veränderung in der Umwelt, im Zugverhalten. Und das ist letztendlich auch auf den Klimawandel zurückzuführen. Während der Brutzeit färben sich Kraniche das Gefieder mit Moorwasser. Dann ist der Rücken so wunderschön braun gefärbt. Das dient der Tarnung. Wenn sie so auf dem Nest sitzen in ihrem Sumpf, dann fällt dieser hellgraue, ja, das hellgraue Gefieder einfach auf. Und so ein braunes Gefieder geht dann doch in der Masse unter. Und das ist auch wieder einfach ein Mechanismus, ein Schutzmechanismus. Junge Kraniche sind ja auch braun gefärbt. Und da sieht man so ein bisschen, in welchem Lebensraum sie einfach vorkommen. Als Nistplatz bauen sie ein kleines, erhöhtes Nest an ruhigen Orten. Das sind eben die angesprochenen Sümpfe, es können aber auch feuchte Seeüfer sein oder auch feuchte Wälder. Als Nahrung dienen Fische, Amphibien, Mäuse, aber eben auch vegetarische Kost wie Kartoffeln oder Mais. Und ein kleiner Funfact: Kraniche können schwimmen. Das traut man ihnen gar nicht zu, sie haben ja auch keine Schwimmhäute zwischen den Zähnen. Aber gerade junge Kraniche können ab dem zweiten Lebensjahr schon schwimmen. Und das ist auch notwendig, denn wenn sie mal flüchten müssen vom Nest oder ihren Eltern hinterherstapfen müssen, ja, die Eltern können eben in dem Sumpf noch stehen, die Jungvögel nicht mehr. Adulte Kraniche schwimmen auch, aber wirklich nur, wenn es absolut sein muss, bei Gefahr. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare unten, ob ihr in den letzten Tagen Kraniche gesehen habt. Und in meinem ersten Buch über die heimische Tierwelt gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere Informationen zum Kranich. Da gibt es auch Fototipps und natürlich auch noch weitere Tierarten, die dort behandelt werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt ganz viel Spaß draußen in der Natur und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.